Hallo und herzlich willkommen bei Tobis Tooltime. Heute zeige ich euch, wie man seine Heizung smart machen kann. Dazu habe ich von lampenwelt.de und Tado dieses Starterkit bekommen, und zwar für Fußbodenheizungen. Das ist eins von insgesamt nachher drei Videos. Wir starten mit Fußbodenheizung, machen dann nochmal ein Video zu Heizkörpern und dann ein Video als Gesamt von unserer Wohnung, weil wir das Glück haben, dass ich in unserer Wohnung Fußbodenheizung und Heizkörper habe. Und da gehe ich dann im dritten Video nochmal ein bisschen detaillierter auf die App und auf die Funktionen ein. Um das nicht zu verpassen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Let's go! Zuerst packen wir einmal alles aus, um zu sehen, was überhaupt dabei ist. Wir haben einmal natürlich diesen Raumthermostat, der dann nachher an die Wand kommt. Hier die Internet Bridge, die ist ziemlich klein, ist auch ganz cool da, braucht man nicht so ein großes Ding. Das ist nachher da, damit nachher alle Raumthermostate mit dieser Bridge kommunizieren und das auf der App visualisiert wird. Hier ist Kabel dabei, einmal um an den Router anzuschließen, damit es eine direkte Internetverbindung hat. Hier auch, falls der Router das hat, einfach ein USB-Kabel für die Stromversorgung. Ansonsten, falls das der Router nicht hat, gibt es hier nochmal so ein Netzteil mit zwei verschiedenen Steckern. Wir brauchen natürlich das. Das hier ist fürs Ausland. Dann hat es hier noch ein bisschen Montagematerial. Das ist für den Raumthermostat, was zum Beschriften von den Kabeln, wenn man einen alten Thermostat wegmacht und den neuen hin. Hier die Anleitung, und da wie immer, die braucht ihr dann wahrscheinlich nicht, wenn ihr das Video gesehen habt. Und hier noch kurzer Tipp, was ihr dann zum Montieren braucht. Auf jeden Fall einen Spannungsprüfer, damit ihr nachher sicher gehen könnt, dass kein Strom drauf ist. Schraubendreher, Schlitz und Kreuz und dann einen kleinen Seitenschneider. Damit ihr versteht, was dieser Thermostat nachher macht, möchte ich euch das kurz hier an diesem Heizkreisverteiler erklären. Den hat normalerweise jede Wohnung, wenn ihr eine Fußbodenheizung habt. Bei uns ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, deswegen ist das ja der Heizkreisverteiler, und da dahinter gibt es dann die Zentralheizung. Wir haben hier 6 Wohnungen, dementsprechend gibt es im Haus 6 solche Verteiler. Das ist der von unserer Wohnung. Und das teilt sich dann wie folgt auf. Da gibt es 2 dicke Rohre, die kommen aus dem Boden. Da kommt eins als Vorlauf von der Heizung. Das ist das hier, bis zu diesen Ventilen. Hier steht sozusagen dann nachher das warme Wasser an. Wenn wir nachher hier an diesem Thermostat, das ist einer von den alten, ich habe schon einen neuen montiert, damit ich euch das hier demonstrieren kann. Wenn man den hier hoch und runter dreht, hört man das. Der macht so einen Klick. Sobald es klickt, schaltet er sozusagen zu, gibt Strom, so wie es jetzt hier ist. Ich habe einen schon draußen in der Wohnung eingeschaltet. Strom auf dieses Modul und schaltet dann diese Ventile ein, damit die aufgehen. Hier kann man das sehen. Das macht dann auch Sinn, dass man das vorher testet, ob die Ventile gehen. Wenn die offen sind, ist hier diese Verbindung offen und das warme Wasser fließt durch. Dann fließt es hier in diesen Schlauch und geht sozusagen in den Fußboden, in die einzelnen Räume. Das hier ist jetzt, sind jetzt 3 Ventile, weil es 3 Kreise über einen Thermostat sind. Da ist kleines WC drauf, Wohnzimmer und Küche, deswegen 3 Kreise. Dann fließt es durch den Raum und kommt hier dann wieder zurück über die, sozusagen abgekühlt, weil dann die Wärme im Raum bleibt, über den Rücklauf und geht wieder zur Heizung, wird dann hier wieder erwärmt, und so geht der Kreislauf durch. Wenn wir dann hier jetzt auf zum Beispiel 25 Grad gestellt haben, irgendwann sind die 25 Grad erreicht, dann klickt es wieder, dann geht er sozusagen wieder auf. Die Verbindung, hier müsste die LED dann weggehen, dann fahren die wieder zu und dann ist die Temperatur erstmal erreicht. Und so spielt es sich immer ein Hoch und Runter, je nachdem, welche Temperatur gerade angefahren werden muss. Als Herzstück von dem Ganzen müssen wir jetzt diese Bridge installieren. Dazu ist das Kabel hier mitgeliefert. Einmal diese LAN-Verbindung, da gibt es hier eine Buchse, und am Router, wir haben jetzt eine Fritzbox, gibt es hier auch so eine LAN-Buchse, da müssen wir es einstecken. Dann hat dieses Teil nachher eine ständige Internetverbindung. Und um eine Stromversorgung herzustellen, hat es hier bei der Fritzbox jetzt zum Beispiel, dann zeige ich euch gleich, hier einen USB-Port, den können wir nutzen. Dann hat die Bridge eine Stromversorgung. Falls euer Router diesen USB-Port nicht hat, gibt es dieses Teil hier mitgeliefert.
Dann muss man einfach nur so zusammenstecken, hier dann den USB-Stecker einstecken. Kennt ihr wie vom Smartphone das Ladegerät, dann in Steckdose stecken. Das können wir uns jetzt hier sparen und dann sparen wir uns diese eine Steckdose. Dann fängt es hier an zu blinken und dann muss man es in der App, wenn es hier fertig geblinkt hat, in der App einrichten. In der Verpackung ist hier dieser Setup-Guide. Da seht ihr hier, ist so eine Übersicht, da kann man so Teile einkleben. Hier habe ich schon einen eingeklebt, das war mein Test, wo ich mich auf das Video hier vorbereitet habe. Das ist von einem Thermostat, der im Flur ist. Hier auf dieser Internet-Bridge gibt es auch so einen QR-Code. Den macht am besten gleich ab und klebt es in das Büchle rein und macht es hier in den vorgesehenen, in das vorgesehene Feld. Ist wie so ein Panini-Heftle. Und dann habt ihr das hier immer, falls ihr mal die Daten verliert, dann könnt ihr hier wieder alles abscannen und wieder einrichten. Und dann machen wir das in der App. Die müsst ihr euch vorher runterladen. Heißt Tado, gibt es auch einen QR-Code auf der Verpackung. Dann kommt ihr hier rein. Als erstes müsst ihr ein Konto anlegen. Das habe ich jetzt übersprungen, weil da will es zum einen die Adresse wissen. Das ist nachher wichtig für ein paar App-Funktionen. Dann eine E-Mail-Adresse, das ist so eine Prozedur, die macht man ja immer wieder, wenn man sich irgendwo anmeldet. Das habe ich jetzt schon alles gemacht. Dann muss man zu Hause anlegen, das ist jetzt Tobis Home. Und dann fängt man an, Geräte hinzuzufügen. Und das erste Gerät ist natürlich das Herzstück. Hier fragt Tado wieder, ob es auf die Kamera zugreifen kann, weil das scannt über die Kamera. Okay, erlauben. Und dann kann man hier den QR-Code von dieser Internet-Bridge scannen. Dann Gerät registrieren. Hier zeigt es dann auch nochmal, wir haben diese Schritte ja schon alle gemacht, was man tun muss, um die richtig in Betrieb zu nehmen. Hier mit dem Kabel, hier mit dem Stromkabel. Dann, wenn man das vorher nicht gemacht hat, dann lädt es hier, bis die verbunden ist. Unsere ist ja schon in diesem Netz. Fortfahren. Und dann ist die hier drin bei Räume und Geräte. Kann man hier den Status abfragen. Hier ist verbunden mit unserem Netzwerk. Pairing aktiviert heißt, dass es bereit ist, neue Geräte aufzunehmen. Diese Funktion geht irgendwann nach 12 Stunden automatisch aus, dass von der Ferne niemand jetzt auf das Teil zugreifen kann und hier Sachen rein- und rauslöschen kann. Wenn man später irgendwann mal wieder was hinzufügt, muss man das manuell wieder aktivieren. Jetzt im unteren Fall ist 12 Stunden aktiv und dann tun wir den Raumthermostat jetzt reinmachen. Jetzt demontieren wir diesen alten Raumthermostat und machen dann den neuen von Tado dran. Der hier unterteilt sich einfach in zwei Teile, Unterteil, Oberteil. Das Unterteil ist hier nochmal verschraubt. Da sind drunter dann die Klemmen, wo das Kabel nachher angeschlossen wird. Das zeige ich euch dann aber später in den nächsten Schritten. Hier haben wir jetzt den alten Raumthermostat. Um den zu demontieren, muss man hier einmal dieses Rädchen entfernen. Da kommt es natürlich immer drauf an, was für einen Hersteller habt ihr. Das ist jetzt Theben, gibt es viele verschiedene, aber die bauen sich eigentlich immer ähnlich auf. Dann hat es hier eine Schraube, da löst man dann die Verbindung von dem Gehäuseoberteil zum Unterteil. Und dann seht ihr hier schon die Elektronik von dem Raumthermostat. Ganz wichtig, bevor ihr hier jetzt irgendwas macht, schaltet auf jeden Fall den Strom aus. Ich habe ihn hier noch an, um euch zu demonstrieren. Wir haben hier 230 Volt. Das heißt, diese Ventile, die ihr vorhin gesehen habt, in diesem Heizkreisverteiler werden mit 230 Volt angesteuert. Daher ganz wichtig, Sicherung ausschalten und Spannungsfreiheit feststellen. Da habe ich extra Videos dazu gedreht, die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Das mache ich jetzt und dann messe ich es nochmal nach. Sicherung ist aus. Ich messe jetzt nochmal nach, dass auch keine Spannung mehr drauf ist. Leuchtet nichts. Wir haben hier in diesem Thermostat einen Neutralleiter und dann die Phase. So müssen wir auch messen. Das kennt ihr aus dem vergangenen Video, wie man einen Spannungsprüfer richtig bedient. Dann macht euch auf jeden Fall ein Bild, wie das jetzt angeschlossen war, mit diesen Bezeichnungen, die hier an der Seite drauf sind, um, falls ihr dann hier nicht weiterkommt, es wieder zurückbauen zu können, um auf den alten Stand zu bringen. Wir gehen davon aus, dass es nicht passiert, aber macht auf jeden Fall ein Bild, wie es angeschlossen war. Jetzt klemmen wir die Drähte ab und bauen den alten Thermostat ab. Das mache ich gleich im Schnelldurchlauf. Hier in diesem Thermostat haben wir einen Neutralleiter.
weil diese Elektronik da mit Spannung versorgt wird. Im neuen Thermostat ist das alles über eine Batterie gelöst. Da brauchen wir dann nachher nur die zwei Drähte. Da kommt sozusagen einmal der Strom rein. Wenn der dann durchschaltet, wird über den anderen Draht der Strom weitergeleitet zum Ventil und dann geht es auf oder zu. Wenn es dann wieder aufgeht, unterbricht es hier dazwischen. Einfach erklärt. Deswegen brauchen wir nachher nur diese zwei Drähte. Um den nicht blank dann irgendwo drin rumliegen zu lassen, nehmt am besten eine Klemme und macht die drauf, versteckt es dann hinten in der Dose. Falls ihr keine Dose habt und nur das Kabel rauskommt, könnt ihr das dann auch im neuen Thermostat sauber drin verstecken, um das dann sicher zu haben. Um das neue Unterteil montieren zu können, müsst ihr zuerst diesen Deckel hier entfernen. Hier ist eine Schraube und hier ist noch sowas drüber geklebt. Da am besten mit dem Cuttermesser kurz so einritzen, dass es einfach weggeht. Und dann das aufschrauben. Wir haben jetzt das Glück, dass wir hier eine Schalterdose Unterputz haben. Da können wir diese zwei hier nutzen und direkt in der Schalterdose befestigen. Falls ihr das nicht habt und das Kabel kommt direkt aus der Wand, müsst ihr hier einfach zwei Löcher bohren, das mit Dübel und Schrauben dann befestigen. Das müssen wir in unserem Fall jetzt nicht machen. Dann führt ihr diese Drähte hier rein und befestigt erstmal das Unterteil. In unserem Fall ist der alte Thermostat einfach mit einem Relaiskontakt. Den haben wir hier auch. Das seht ihr hier, das ist ein Schaltbild mit hier Fachbegriffen drauf. COM ist der gemeinsame Draht. Normally closed, normally open. Normally heißt im spannungslosen Zustand ist dieses hier geschlossen und hier geöffnet. Das heißt, unser Draht, der schwarze, bringt sozusagen unseren Strom. Der hat immer Spannung, der muss an den COM. Und nachher, wenn das hier durchschaltet, wenn die Anforderung kommt, dass es warm werden soll, muss über den Normally Open, über den braunen Draht der Strom zurück zum Ventil, um das dann aufzufahren. Daher müssen wir schwarz auf COM, braun auf NO. Wenn ihr eine zur Hand habt, nehmt euch eine Spitzzange, so lassen sich die Drähte einfacher in diese Klemmen einführen. Ansonsten ist ein bisschen ein Rumgepfriemel, aber bekommt ihr dann auch hin. Einführen, festschrauben und dann passt es. Dann den Deckel wieder drauf machen. Hier drauf achten, da hat es hier unten zwei so Nasen, die einfach so einführen. Und dann müsst ihr darauf achten, dass das Teil hier wieder ganz versenkt ist, sonst geht nachher das Oberteil nicht drauf. Bisschen Gewalt und dann die Schraube anziehen. Und dann könnt ihr schon das Oberteil montieren. Wenn ihr so weit seid, könnt ihr jetzt auch die Sicherung wieder einschalten, weil dann, wenn wir das Oberteil drauf montiert haben, müssen wir es in unsere Bridge einlesen, um dann mit der App kommunizieren zu können. Dazu gibt es hier einmal so ein blaues Teil, das müsst ihr rausziehen. Hier drunter sind die Batterien. Das ist nur da, damit die Batterie noch nicht Verbindung hat zu dem Unterteil. Sobald ihr das rausgemacht habt, jetzt ist mir das Teil runtergefallen, seht ihr, sind die Batterien verbunden. Deckel wieder drauf machen und dann könnt ihr das schon draufklicken. Hier habt ihr wieder diesen Kleber, den könnt ihr in das Heftchen reinmachen. Zur Not, falls ihr das Heft irgendwann mal verlieren solltet, gibt es die QR-Codes hier noch. Aber so ist es dann nachher einfacher, falls ihr die Daten mal verliert, müsst ihr nicht immer diese Teile wegmachen. Könnt ihr es einfach von dem QR-Code abscannen. Und dann hier auch oben einhängen und dann unten draufklicken. Das muss so einen leichten Klick machen und dann ist das schon fertig. Um diesen Thermostat jetzt mit der App zu verbinden, müsst ihr hier diesen Knopf für 3 Sekunden drücken. Dann erscheint ein Pairing-Signal. Das ist hier dieses Symbol. Und dann könnt ihr hier, habe ich so verlassen, wie ich es vorher gemacht habe, wieder zurück, Gerät hinzufügen. Dann fragt es wieder, ob es die Kamera benutzen darf. Und dann nehmt ihr diesen QR-Code, den ich hier eingeklebt habe, für Wohnzimmer, scannt den ab. Dann müsst ihr Gerät registrieren drücken. Schalte dein Gerät ein, dann sagt es nochmal, was wir jetzt schon gemacht haben. Da mit der Batterie entfernen und so weiter. Dass man das in den Pairing-Mode macht. Das haben wir schon und dann läuft hier kurz so ein Ding ab. Dann kommt irgendwann die Meldung, dein Gerät ist verbunden. Fortfahren,
smartes Thermostat ist verbunden. Und jetzt geht es nochmal, das ist das Tolle bei Tado, nochmal die komplette Installation durch, die wir jetzt eigentlich schon gemacht haben. Falls ihr einen anderen Thermostat habt, könnt ihr das dann hier eingeben. Und zwar müsst ihr dann hier auf diese Installationsanleitung, dann lädt es die, dann muss man seinen Raumthermostat auswählen. Da kann man dann aus ganz vielen verschiedenen Modellen auswählen, was ihr da habt. Wir hatten diesen Theben zum Beispiel, ich gebe jetzt ein Theben und dann kann man hier aus diesem Ganzen auswählen, welchen ihr an der Wand habt, schön mit Bildern, und dann wird es Schritt für Schritt erklärt auf diesen speziellen Typ hin. Wir haben das ja schon gemacht, das müssen wir jetzt nicht machen. Unser Gerät ist drin, dann können wir auch wieder auf zu Hause, dann haben wir hier unseren Raum, der heißt jetzt noch Raum 1, kann man auch einen Namen vergeben als Wohnzimmer, und dann kann man hier ganz schön einfach die gewünschte Raumtemperatur einstellen. Wir haben jetzt vorhin voreingestellt 20 Grad gehabt. Das, was hier oben ist, ist die aktuelle Raumtemperatur. Dementsprechend heizt es jetzt nicht. Man kann dann hoch auf 25 und dann hört man drin das Klick, das heißt, es schaltet durch und der Strom geht zum Ventil, das geht auf und es heizt. Natürlich wollen wir jetzt keine 25 Grad, beziehungsweise ich will keine 25 Grad. Vielleicht wollt ihr das. Wir lassen das jetzt mal so. Das ist so die Funktion jetzt für diesen einen Raumthermostat. Diese 23,8 Grad misst es hier. Ihr könnt dann nachher noch, da gehe ich im dritten Video drauf ein, wenn ich ein bisschen was über die App erzähle und über das gesamte Projekt, könnt ihr als Referenz mal einen normalen Thermometer irgendwo im Raum aufstellen und dann die Differenz messen. Wenn es jetzt im Raum zum Beispiel 21 Grad hat, könnt ihr hier 2 Grad weniger einstellen, dann misst der hier ein bisschen genauer. Und so einfach war es, diesen alten Thermostat gegen den neuen smarten Raumthermostat von Tado zu ersetzen. Alles, was ich benutzt habe, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Als nächstes kommt jetzt das Video zum Heizkörper und dann das Gesamtprojekt von unserer Wohnung. Um die nicht zu verpassen, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Tschüssle!